Hör gut zu, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin. Wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey! Ich brauche Licht! Ohohohoho! Wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich. Der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Ja. Zurück oder wo läuft er hin? Ist es zurück oder wo läuft der Hase? Die überhaupt nur flüstern, auch wenn wir die Lampen aus sind. Mal gucken, ob er was ist. Mensch, der falsche Taste.
mitarbeiten. Nein! Bewegt er sich oder? Hat aber eine Falle. Ja, das ist ein... Das ist sehr... Wieder nur einer oder sind es zwei? Bis ich vorbeikomme, ne? Ganz klar. Kann ich nicht dran vorbei, wie das Licht dann ist. Hier oben gammelt jemand. Wirklich schwer. Come on.
den hoch zwei. Dort ist der, dort ist er. Und nach der Nase wo es wäre. Oh, warte mal kurz. Kann es sein, dass der dort hinten einfach hinläuft? Unnötige Munition, also ich will nicht unnötige Munition wegballern. Verdammtes Pech! Also, gib mir meine Magazine! Liegt der jetzt hin? Hallo. Niemand! Niemand ist hier. In ihre eigenen Fallen rein? Heißer Tio. Die Idee immer noch. Na komm. Ich hab ihn unter Beschuss, Männer!
besser als du. Ne? Was denn da? Problem ist, ich brauche ausgewogene Waffen. Also mehrere. Ballermann. Sexy. War doch gerade eine. Hier Laserpointer. Muss noch einen Weg reingeben, oder ne? Oder der lag da gerade was? So, ja, ich hab den ja platt gemacht. Und da. Ich bin ja gar nicht gekommen. Ich hab die Boys wohl gerade beim Essen gestottert, sagen. Guter Kant, Sherlock. Guter Kant. Sorry, ich muss erstmal kurz. Los, Digi.
kurz ein Stück näher, was ist das? Geh doch mal, Bro. Jetzt ist es aber... Na, warte mal, bis ich mit euch fertig bin. Ja. Ja, komm schneller. Ja, ja. So mag ich meine Waffen. Schön, alles wird dunkel. Mensch, komm jetzt hoch. Ach ja. Oh. Anscheinend haben die einfach gefangen genommen. Die Falle näher kann. Oh. Ja, es kommt davon, wenn man alles in Dunkel machen will. Irgendein Lagerraum oder was? Der war Shisha geraucht. Beziehungsweise wahrscheinlich was hat uns drin nicht mehr gerade. Ich bin ja auf dem richtigen fiesen Trip hier. Schwede, okay. Okay, das ist natürlich fancy. Muss ich hinten im Lager weiter? Wen hast du mitgebracht, Bastard? Antworte, du Mistkerl! Sonst erschieße ich dich! Ist es der Einäugige? Oder Hypokrit? Und ja, wir zum Tod!
Scheiße. Du kannst deine Waffe runternehmen, junger Mann. Ein trauriges, aber nicht unerwartetes Ende für einen wie ihn. Mein Name ist Khan. Nun, ich schlage vor, dass wir diesen Ort sofort verlassen. Die anderen Banditen werden bald auftauchen und ich möchte weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich gehe jetzt. Es erscheint, dass Männer wie Bordon mit einer Schlinge um den Hals geboren werden. Sie verbringen ihr Leben damit, einen Abgrund zu wandeln. Sie sehen jeden Tag alles und sie glauben, das ewig durchzuhalten, aber den Tod kann man nicht betrügen. Wenn man es zur Gewohnheit macht, den Abgrund entlang zu wandern, stürzt man eines Tages ab. Warum erzähle ich mir das alles? Um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich nicht an seinen Tod schuld bin. Dass es früher oder später ohnehin so gekommen wäre, weil er das Schicksal selbst so ausgewählt hat. Nein, ich mache das, um diese kleine Stimme meinen Kopf zu ersticken, die mir ständig vorwirft, dass ich ihn hätte retten können, dass ich sein Leben irgendwie hätte ändern können. Immerhin, wenn er ein ziemlich großartiger Mann sind, wir es selbst sind immer die Welt, in der wir leben und mit welchem Recht kann den überhaupt über ihn urteilen.